Also Respekt, die 23-Jährige geht da sehr konzentriert zu Werke. In diesen ersten 11 Minuten. Linienrichter hat gut angezeigt. An Lasser hat richtig entschieden, der war aus. Mit den Linienrichtern war man nicht so ganz zufrieden und deswegen gab es heute vom obersten Mann, also sie hat okay entschieden, aber die Linienrichter, die sind aufgefordert worden, sich heute schon beim Einspiel ein bisschen warm zu gucken. Hat Zufriedenheit im Gesicht von Anke Huber bisher. Läuft prima. Konnte man gut sehen, dieser extreme Vorhandgriff, den sie so gut wie nie ändert. Zum allerersten Mal heißt es in dieser Partie überhaupt Einstand. Deuce. Da ist das Publikum natürlich gefragt, ein wenig Unterstützung der Deutschen zukommen zu lassen. Erster Doppelfehler von Anke Huber, erste Breakchance der Partie. Von Hingis, sie liest das Spiel der Gegnerin und ganz ruhig verteilt sie da die Bälle und Hingis kommt in dieser Phase vielleicht nicht ganz unverdient zum ersten Break der Partie. Zufriedenheit im Gesicht von Martina Hingis, für die ein langes, langes Tennisjahr zu Ende geht. Niemand hat so viele Einzel gespielt wie sie. Es müssen insgesamt 90 sein, wenn man mal den Hopman Cup mit dazu nimmt. 90 Einzel, 5 Niederlagen nur in diesem Jahr. Also eine eindrucksvolle Bilanz. Und ihr Vorsprung in der Weltrangliste ist ja so exorbitant groß, dass sie jetzt im Grunde sagen könnte, ich spiele mal ein halbes Jahr überhaupt nicht. Da könnte keiner an diesem Thron rütteln. Dennoch hoffen wir natürlich alle, dass da mal wieder gerüttelt wird. Und hoffen, dass Steffi Graf auch bald wieder in das Geschehen mit eingreifen kann und zu einer echten Herausforderin wird. 10:15. Wie die Bälle von Anke ein bisschen kurz werden, wie eben zwei Schritte einfach ins Feld rein, den Ball früh nehmen, so einfach ist Tennis. Oh!
Entscheidung für Tio. Bis auf den Abschluss war das Spitzentennis von beiden. Gute Länge, Riesenwinkel aufgemacht. Da hätte sie den Ballwechsel lange Zeit offen und dann doch etwas überhastet. 4-2-Führung für die Schweizerin. Geben wir ihr mal als Ass Nummer 3, obwohl vielleicht der Schläger noch ganz leicht dran war. Ich glaube, das etwas gehört zu haben. Sind beide 15. Service 30-15 30-15. Sich da Giebisch schön gegen den Lauf gespielt, gut gewartet, geguckt, was macht die Gegnerin. Oh, besser geht's nicht. Sachlichkeit in Person, 17 Jahre. 30, 40, jung. 30, 40. Und wieder Breakchance. Die ersten 10, 11 Minuten, die ersten 22 Punkte, da stand es 11-11 nach Punkten. Da konnte Anke Huber sehr gut mithalten, aber jetzt lässt die Deutsche doch ein wenig abreißen. Zweites Break also, der erste Satz ist so gut wie unter Dach und Fach bei Martina Hingis, die ja die Haare kürzer hat, die dunkel gefärbt hat mit einem Hauch von Lila drin. Über die Radlerhosen, die sie trägt hier, sollten wir nicht diskutieren. Das ist Geschmackssache und auf der Suche nach dem richtigen Getränk. Und endlich also ist man fündig geworden.
Oder doch nicht? Schön zu sehen, scheint nicht so gut zu schmecken. Viele Spieler und Spielerinnen bringen ihr eigene Getränke mit auf den Platz, ihre eigene Mixtur mit den entsprechenden Mineralien, um gerade bei längeren Matches gut gewappnet zu sein. Und ein längeres Match kann es ja geben, obwohl dieser erste Durchgang jetzt doch recht schnell zu Ende zu gehen scheint. Die berühmten Bilder, wenn Sie nicht wissen, dass wir in der Festhalle sind, welcher Sport wird hier angeguckt? Klarer Fall, Tennis. Mittendrin Claudia Kodekic. So, 5-2, die Führung, zwei Breaks vor, Aufschlag Hingis. 10-0, 15-0. Sind beide 15. 19, 15, 30, 15. Dieser Stopp von der Grundlinie auch sehr hoch ab. Und Satzball Nummer 1 für Martina Hingis. Da hat Anke zu lange gewartet. Sollte der vielleicht doch ins Aus gehen? Das sollte man nie tun. Zu lange gezögert. Der Ball ins Netz. Und 6-2 nach 25 Minuten für die, das wollen wir nicht verkennen, Favoriten. Da sehen wir, der Ball war einwandfrei gut. Also Guckfehler von Anke für die Favoriten aus der Schweiz. Wieder ein bisschen mehr Aggressivität und auch Selbstsicherheit. Hat sie auch demonstriert, indem sie sich mit der Faust auf den rechten Oberschenkel geschlagen hat. Thank you.
aus dem Stand. Scheint zu ahnen, wohin Anke serviert. Ganz kurz Cross. Vorteil Huber. Ein Stand. Ein Teil des Publikums hatte schon einen Ball ausgefordert. An der Grundlinie von Anke. Und stattdessen wird, glaube ich, dieser Ball ausgegeben. Ein Stand. Da können zwei Fehlentscheidungen zusammengefallen sein zu Ungunsten von Anke Huber. Erleichterung bei Anke Huber. Das war wichtig, glaube ich, dieser Spielgewinn, das erste Spiel im zweiten Satz. Da hat sie ein bisschen gewackelt, aber Gott sei Dank hat sie nicht abreißen lassen. Wir nutzen den Seitenwechsel, rufen wieder Christine Otto. Ich glaube, die hat die Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Mikrofon. Ja, Frau Roth, herzlich willkommen hier in Frankfurt. Ich glaube, für Sie muss es eine Besonderheit sein. Eine große Tradition wird fortgesetzt. Erst die Herren, nun die Damen. Tennis international in Frankfurt. Richtig so, großes Welttennis in Frankfurt, aus Frankfurt, dadurch, dass es übertragen wird. Und das war ja unser Wunsch, dass wir diese Leistungsklasse in diese Festhalle zurückholen. Das ist mit diesem Damenturnier jetzt geschehen. Dennoch könnte ich mir vorstellen, Sie hätten sich schon gewünscht, wenn so ein paar Frankfurter die ersten Tage hier mehr hergekommen wären, oder? Das ist richtig. Das wünscht man sich immer, dass mehr kommen. Aber ich glaube, dass jetzt am Ende die Betrachtung doch gerechtfertigt ist, dass zahlreiche Tausende gekommen sind, sodass man, wenn man es wiederholt, mehr Zuschauer auch kommen. Es muss etwas immer bearbeitet werden, vorgetragen werden, Nachahmeffekt da. Und es ist auch wirklich ein Leistungstennis, was man ganz selten sieht. Und das so hier wenige Meter vor den eigenen Augen. Beeindruckend, gerade wenn man selber Tennis spielen, ich würde gar nicht mal wagen jetzt zu sagen kann, wenn man weiß, wie schwer Tennis ist, was hier eine Leistung mit 17 Jahren, 23 Jahren gezeigt wird. Hoffen wir, dass wir noch ein paar Sätze heute sehen. Dankeschön, Frau Roth. Bitte. Ja, diesen und dann mindestens noch einen. Wie gesagt, es geht über drei Gewinnsätze. Der Besuch gestern und heute sicherlich zufriedenstellend. Und ich glaube, wenn Steffi dabei gewesen wäre, dann wäre die Hütte vielleicht vom ersten Tag an voll gewesen. Alle hätten mal schauen wollen, wie Steffi denn so nach fast halbjähriger Verletzungspause drauf ist. Auch bei 0:30 lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Weiterhin enorme Übersicht. Bleibt wirklich cool. Bleibt Martina Hingis jetzt? 15,
bei 15:40 sieht sich zum ersten Mal Breakchancen ihrer Gegnerin gegenüber. Tja, so wehrt man Breakchancen ab. Genau auf die Vorhand von Hingis. Dann haben wir den Turnierdirektor, Ralf Möwald, Initiator dieses Pilotprojektes. Ja, das ist die Übersicht. Wunderbar zu sehen aus dieser totalen Einstellung, wie sie ihr Tennis-Schach spielt. Befreit sich da aus dem 15:40 mit einer kaum zu glaubenden Leichtigkeit. Wenn ich das nochmal lobend sagen darf, enormes Spielverständnis, weiß genau, wann sie mal was variieren muss, um die Gegnerin weiter unter Druck zu setzen, wie eben mit diesem Netzangriff. Wieder ein 5-Sterne-Ball von Anke Huber. Auf die Linie. Sie will dranbleiben. Spiel Huber. Anke lässt nicht abreißen. 2-1-Führung für das Geburtstagskind vom letzten Donnerstag in diesem zweiten Satz. Ist sie 23 Jahre alt geworden. Und na, ein Porsche hat sie schon. Ihre Milchschnitte kriegt sie sicherlich gratis. Dann haben wir sie gefragt, was sie sich wünsche. Gesundheit, hat sie gesagt. Das braucht sie, wenn sie 1998 nochmal angreifen will. Hatte Schulter- und Rückenprobleme. Jetzt die letzten Wochen Achillessehnenprobleme. Das alles soll vergessen sein, wenn das neue Tennisjahr beginnt. Ziel erste 5, also erstmal erste 10, wollen wir nicht zu hoch greifen. Auf Platz 14, so weit war sie lange nicht unten. Ein Jahr ohne Titelgewinn liegt hinter Anke Huber. Und ich sagte, Zoltán Kuharski bleibt weiter an der Seite von Anke Huber. Das hat man beschlossen, in Abstimmung natürlich mit Anke und dem Management. Es soll ein Physistrainer
auch zeitweilig dazu stoßen, um die Kondition, die Beweglichkeit weiter zu verbessern. Da haben wir rechts unten in Schwarz Ralf Scheidenberger, den verantwortlichen Manager für Anke Huber. Und dann soll auch dann und wann ein Physiotherapeut mit dabei sein. Also die Mannschaft um Anke Huber wird etwas größer werden in Zukunft. Das deutet darauf hin, dass man sich davon natürlich einiges verspricht. Out. 30:13. Gut reingegangen, den Ball zum frühestmöglichen Zeitpunkt genommen. 15:40. Mal das gleiche Spiel. Oh, der wird ausgegeben. Will sie nicht wahrhaben. Schauen wir mal hin. Jetzt diese Vorhand. Schwer zu entscheiden. Vielleicht noch an der Außenkante der Linie. Und was jetzt? Wie hat Martina den gesehen? Wird auch für sie da draußen etwas schnell gegangen sein. Ja, ich würde sagen, an der Linie. Fehlentscheidung also gegen Anke. Einstand, heißes Spiel, Hingis, zwei beide. Ich glaube, Fehler Nummer 4 müsste es gewesen sein. Okay.
Heike Huber bleibt vorn. Das sieht gut aus, wieder jetzt häufiger besser aus als zwischendurch. Da war doch so eine Viertelstunde ein kleines Tief bei Anke Huber. Sie nimmt klares Wasser. Vielleicht hat sie vorhin rüber geschaut, als Martina Hingis mit ihrem Getränk nicht so ganz zufrieden war. Einmal die Beinarbeit von Anke Huber. Kräftig, dynamisch, aber auch da ist sicherlich noch einiges zu verbessern. Und in diesen Schuhen wird sie hier und heute zum letzten Mal spielen. Sie wechselt den Ausrüster, geht von diesem italienischen Bekleider-Ausrüster, der ja auch für Muster und Bäcker verantwortlich zeichnet, zu einem deutschen Hersteller. Ich kann den Namen ja euch nennen, also kein Lotto mehr bei Anke Huber. Wird in Zukunft für ein deutsches Unternehmen namens Essenz spielen. Diese Firma hat allerdings keine Schuhe im Programm und deswegen ist man sich noch nicht so ganz schlüssig, in welchen Schuhen im nächsten Jahr gespielt wird. Da gibt es einige Tests noch in den nächsten Tagen. Da wird zwar kein Tennis gespielt, aber vielleicht mal das Schuhwerk probiert. Oh, der passt. Aus der Not heraus geboren. 30:13. Spiel Hingis. Keine Mühe, dieses Spiel durchzubringen für Martina Hingis. Scheint immer so ein bisschen zu grinsen da, sich zu freuen, wenn es mal schnell und glatt geht. Vielleicht denkt sie auch an diesen Notpunkt, den sie da gemacht hat von der Grundlinie. Anke hat es nicht mehr ganz richtig im Griff. Was passiert jetzt? Sie hat Aufschlag, 3-3 im zweiten. Volley mit gestreckten Beinen und gestreckten Armen. 13, 15, 30, 15. Mal aus der Vogelperspektive. Na, dafür reicht die Zeit nicht. Oh!
Beidhändig. Unglaubliches Gefühl in dieser Rückhand. 40, 30. Hingis ist ganz plötzlich in die Defensive gekommen, war zwei, drei Schritte schon auf dem Weg nach vorn, kehrte um. Und dann hat Huber lang gespielt und diesen Punkt bestimmt, führt 4:3 die Deutsche im Zweiten. Zurück live in der Festhalle von Frankfurt, Ende einer Tennissaison. Und hier, nachdem wir Anker auch schon gesehen haben, etwas Beinarbeit von Martina Hingis, die ja ebenfalls ein höchst dotierten Vertrag bei einem italienischen Ausrüster unterschrieben hat, so wie sie überhaupt ganz gut ausgestattet ist mit Werbeverträgen. Eine große Uhrenmarke, am letzten Donnerstag noch einen großen Vertrag für einen Brillenhersteller unterzeichnet, hat ja auch die Vakanz bei Opel, ich nenne den Namen mal, übernommen. Da war ja Steffi 10 Jahre, man hatte sich getrennt, 95, und da hat im Frühjahr Martina Hingis auch einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Hat also nicht nur die Nummer 1 übernommen. Sehr gut. Ja, der war deutlich im Aus, aber da wäre ja Anke niemals hingekommen oder hingegangen. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein für Anke Huber. Vielleicht dann auch nach Sätzen gleich zu ziehen. 0:30. First Service. Ja, da war Entschlossenheit in diesem Vorhand-Return, 0:40. Vorhin hatte sie schon mal 15:40, da hat sich Hingis souverän daraus befreit. Was passiert jetzt? 40, und Jubel in der Frankfurter Festhalle. Zum ersten Mal kann Anke Huber ihrer Gegnerin den Aufschlag abnehmen. Huber führt 5:3. Und kann jetzt natürlich mit eigenem Aufschlag sich Satzgleichstand besorgen. Bitte Ruhe, danke. Und sind beide 15.
13:15. Martina Hingis versucht dagegen zu halten. 30:15. Aber 30:15 für Huber. 2 Punkte zum Satz. Fehlentscheidung, behaupte ich einfach mal. Der war halb auf der Linie. Anlass her reagiert nicht. Second Service. Oh, genau ins Eck. Da schien Anke plötzlich Angst bekommen zu haben, als ihre Gegnerin am Netz auftauchte. Zum insgesamt 10. Mal. Hier noch einmal der Aufschlag. Ich meine, der war halb auf der Linie. Nicht zu ändern, 30 beide. Und der wird gut gegeben. Ja, auch den will ich gerne noch mal sehen. Im ersten Moment hätte ich gesagt, aus. Aber so, vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. 40-30 und Satzball für Anke Huber. Da wird zwar gejubelt, aber wieder glaubte Martina Hingis, den Ball fast an der gleichen Stelle draußen gesehen zu haben. Schimpft jetzt ein wenig mit Anne Lasserre und sagt, das waren zwei Entscheidungen gegen mich, der zum Satzball und der Satzball selbst. Aber es bleibt bei diesen Tatsachen Entscheidungen. 1-1 also in den Sätzen. Wir nutzen diesen Seitenwechsel. Christine Otto bei Claudia Kode-Kilsch. Ja, eine der natürlich Tennisexpertinnen hier am Spielfeldrand. Hat Anke Huber jetzt das richtige Rezept gefunden, Martina Hingis besiegen zu können? Ja, im Moment denke ich schon. Sie ist ab und zu mal vorgegangen, mal ans Netz, hat auch Erfolg gehabt, hat ein bisschen Risiko genommen. Das muss sie einfach auch tun, weil wenn sie nur von hinten mitspielt mit Martina, hat sie keine Chance. Da ist die immer einen Tick besser. Die Frage ist jetzt nur, hält sie das Tempo, was sie jetzt eben gespielt hat, auch wirklich durch? Worin liegen denn die Vorteile seitens Martina Hingis? Ja, sie antizipiert unglaublich schnell, sie trifft den Ball sehr früh, gibt ihre Gegnern kaum Zeit, wieder in Position zu kommen. Und vor allem, wenn sie zurückliegt, versucht sie, ihr Spiel umzustellen, auch mal ans Netz zu gehen. Sie kann auch wirklich alles, sie ist ja auch eine gute Doppelspielerin. Vor 4 Jahren haben Sie aufgehört, Turniere zu spielen. Wie sieht es heute noch mit Ihrem Tennis aus? Ja, ich spiele schon noch, vor allem auch Mannschaftstennis. Hatte ja noch leider vor einem Jahr eine schwere Schulteroperation, deswegen spiele ich nicht mehr allzu oft. Aber natürlich immer noch, macht immer noch sehr viel Spaß. Dankeschön, Claudia Kode-Kilsch. Das waren 3,80 Meter am Mikrofon und der dritte Satz kann beginnen. Wir haben noch einmal diesen letzten Ball. Nochmal zurück. Ja, der war also auf der Linie, an der Linie. Korrekte Entscheidung. Das wäre bitter gewesen, gerade beim Satzball, wenn da etwas gegen Anke gelaufen wäre. Der dritte Satz. 10:15. Sind beide 15. 30:15, 30:15. Jetzt
Spiel Hingis. Hat keine Spuren hinterlassen, der Satzverlust. Der erste Satzverlust in diesem Turnier überhaupt für Martina Hingis, ganz sicher zum 1:0. Also, dass Anke sich da reinhängt, ist verständlich. A, will sie sich einen versöhnlichen Jahresabschluss schaffen. B, ist immer gut, wenn man gegen die Weltranglisten erste gut spielt oder vielleicht auch gewinnt. Und C, was vielleicht ganz großes A ist, es geht hier in diesem Finale noch um 200.000 Mark extra. Sie hat bereits 575.000 Mark sicher, Martina Hingis, die 17-Jährige. Da können noch weitere 200.000 dazukommen. Das ist die Maximalsumme, die man hier, wenn man auch die Vorrunde ungeschlagen übersteht, verdienen kann. 775.000 Mark. Da kann Anke nicht mehr hinkommen, weil sie ja zwei Gruppenspiele verloren hat. Etwas glücklich ins Halbfinale durch Rechnerei gekommen ist. Alles korrekt zugegangen. Time. Hatte 5 Games weniger verloren als Mary Pierce und deswegen also trotz zweier Niederlagen im Halbfinale. Und da hat sie ja wirklich überzeugt gegen Iva Maioli. Gleiches gilt für Martina Hingis, die exzellent gespielt hat gegen Lindsay Davenport in ihrem gestrigen Halbfinale. No, 15, love 15. Weit hinaus. Zweimal Netz, das war dann doch zu viel. 10-30, 15-30. Lasser überstimmt alle anderen. Zweiter Aufschlag bei 15:30. Zauberhaft gedacht von Hingis. Diesmal ist ihr etwas misslungen. Aber hervorragend vorbereitet und dann doch diesen Volley etwas zu sehr gesägt. Spiel Huber. Ein paar Sekunden Zeit, tief durchzuatmen. Anke Huber. Der Spielstand macht es überdeutlich. Eine ausgeglichene Partie. Hingis hat ganze 2 Punkte im gesamten Matchverlauf mehr gewonnen bisher als Anke Huber. Love 15.
0:30, Lauf 30. Wir hatten es eingangs gesagt, je länger die Partie andauert, desto größer, dem schließe ich an, werden die Chancen für Anke Huber. Fort. Und wieder Fehler. Wenn es bei Hingis noch eine Schwäche gibt, dann der zweite Aufschlag. Und hier ist er. Und das weiß natürlich auch Anke Huber. Konsequent ausgenutzt. Geraten mit einem Rückhandslice und dann noch ein Notball hier, dieser hohe. Solche Chancen lässt sich die Weltranglisten erst denn nicht entgehen. Aber zwei weitere Breakchancen warten auf Anke Huber. Vielen Dank. Leichtfertig, unnötig, dieser Fehler. Hat sie nicht gestern gesagt, natürlich gibt es Big Points im Tennis, zum Beispiel bei Breakbällen. Und wieder. Einstein, just... Sorgloser Umgang mit großen Möglichkeiten, unfassbar, sagt sie selbst. Einige Tausend hier rüber schreien. Und aus 0:40 macht Martina Hingis Vorteil. Dankeschön. Spiel Hingis. Neue Bälle bitte, New Balls. Erleichterung bei Hingis und unsere Anke lässt, glaube ich, da den Kopf ein wenig hängen. Da waren zwei ganz schlechte Returns eben dabei, als sie Breakchance hatte. Entsprechend nachdenklich das Gesicht, aber sie ist lange genug Profi, seit 1989. Das muss sie jetzt wegstecken. Aber wir haben leider zu häufig erlebt, dass dann nach verpassten großen Möglichkeiten Anke dann gleich wieder das Tief folgen lässt. In diesem Jahr also geht es zum sechsten Mal zwischen den beiden. 5-0 die Bilanz bisher für die Schweizerin. Nur ein einziges Mal 1995 in Philadelphia, damals im Achtelfinale. Da gewann Anke Huber gegen Martina Hingis in drei Sätzen. Es ging eigentlich immer über die volle Distanz. In diesem Jahr haben sie gespielt, in Tokio 2-1 Sätze für Hingis, in Paris in der Halle 2-1 Sätze für Hingis, Los Angeles, da ging es ein bisschen schneller auf Hartplatz in 2, da haben wir so einige Ergebnisse eingeblendet und selbst das 6-4, 6-7-6 ganz unten, Frankfurt 97, das war das Vorrundenspiel und da hatte Anke im zweiten Satz zweimal Satzball. Heute also keine einfache Aufgabe für Hingis gegen Anke Huber.
19:30. Fifteen. Frau Banke Huber kann davon Glück sagen, dass Martina Hingis nicht so ganz bei der Sache war. Es bleibt also absolut offen und diese Szene für die Galerie macht deutlich, dass Hingis auch nicht so ganz zufrieden ist mit dem eigenen Spiel. Jedenfalls nicht durchgängig. Mit viel Gefühl reinbuxiert, reingeschoben. Schauen wir uns gern noch mal an. Auch wenn es diesmal keine Breakchance war, aber wieder 0:30, wieder sorglos Anke beim Return. Es ist gut, dass sie das kurz abdreht und sich versucht zu konzentrieren. Der war besser. 10:40. Haben Sie gesehen, von wo Hingis da aufgeschlagen hat? Fast als Doppelspielerin, ganz kurz Cross-Spielerei, als sei es ein Schaukampf, fast an der Ecke des Feldes. Das hat Anke nicht richtig gesehen. First Service. Lässt zu viele Chancen aus, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Hingis gut dagegen hält, aber jetzt hat sie eine von 9 gespielten Breakchancen bisher nur nutzen können. 5 allein in diesem Satz, einmal bei 0:40, eben bei 15:40. Dankeschön. Vorteil Hingis. Könnte der Satz oder das Match der verpassten Chancen werden für Anke Huber. 5 Breakchancen in diesem dritten Satz ausgelassen, aber es ist nach wie vor alles offen. Seitenwechsel, Christine Otto hat Susanne Konrad und Co. am Mikrofon.
Susanne Konrad und Co., das ist die Sendung Konrad und Co. im ZDF immer samstags. Sie haben aber auch Zeit, sich nebenbei für eine Stiftung zu engagieren, und zwar für Hänsel und Gretel. Was verbirgt sich dahinter und warum gerade diese Stiftung? Also ich bin Mutter von 3 Kindern. Es geht um Kinder bei dieser Stiftung. Hänsel und Gretel bemüht sich um Hilfe für missbrauchte Kinder. Das ist ein Thema, da gucken ganz viele weg. Und die Stiftung will mehr zum Hinregen bringen, will die Herzen und die Augen der Menschen öffnen für die Nöte, für die Verzweiflung dieser Kinder. Und wenn ich da ein bisschen mit dazu beitragen kann, dass da geholfen wird, dann tue ich das gerne. Viel mehr getan hat das hier natürlich bei dem Turnier Anke Huber, die die Stiftung auch ganz tatkräftig unterstützt und auch immer so ein kleines Huggy mit sich rumträgt, so ein kleines Maskottchen. Und ich glaube, wenn Prominente wie Anke Huber das tun, dann hilft es einfach sehr viel. Man kann nicht nur dieses Maskottchen kaufen, sondern man kann auch spenden. Wo kann man das? Ganz wichtig. Sparkasse Karlsruhe 10 38 38 00, und Spenden werden dringend gebraucht. Dann hoffen wir, dass der ein oder andere einen Groschen locker hat. Dankeschön, Susanne Konrad. Von Hagi, auch an der Tasche von Anke Huber zu finden. Zurück zum Spiel. Noch einmal die Hoffnung, dass das Verpassen dieser vielen Möglichkeiten jetzt nicht ins Gegenteil umschlägt. Auch das Publikum scheint das zu ahnen. Dann beide 15 Uhr. First Service. Da haben wir übrigens mal die Pauseneinstellung von Martina Hingis eben, während wir das Gespräch führten. Sehr bequem, sehr komfortabel, so als würde sie selbst, wie vielleicht sie daheim, auf der Couch liegen und ihrem eigenen Spiel zuschauen. 15:30. Ohne Ankündigung aus dem Stand diese Rückhand. Und jetzt kann das also wirklich eintreten. Der Satz der verpassten Möglichkeiten von Anke Huber schlägt um ins Gegenteil. Erste Breakchance für die Schweizerin. Und die bleibt hundertprozentig bei dem Ausnutzen ihrer Chancen. Es führt 4:2 vor. Allerdings, da hat eben Anke die Übersicht verloren. Bei diesem Ball, statt auf die Vorhandseite zu spielen, spielt sie dorthin, wo Martina bereits wartet, hier, um nur reinzuspielen. 3 Breakchancen gespielt, 3-mal das Break gemacht, 4:2-Führung im dritten. Send beide 15 Uhr.
13-15. Da sieht man, was Hingis kann. Angriff vorbereitet, sicher am Netz. Spielt natürlich von Haus aus lieber da hinten und kontert die Gegnerin aus, aber eine richtige Allrounderin, auch was Bodenbelege angeht. Keine Geduld in dieser Phase bei 30 beide. Nur reinspielen. Auch hier keine Geduld bei Anke Huber, wirft ärgerlich ihren Schläger auf die Bank. Böser Blick hinüber zu Zoltán Kuharski. Sie ärgert sich nicht zu Unrecht, hier einen Satz vielleicht jetzt doch zu verlieren, den sie eigentlich hätte gewinnen müssen.